Nach dem Sieg über Kyra, die Essenz des Lichtes, haben wir die Welt der Dunkelheit betreten. Hier gibt es drei Wege. Warte, ich zeig mal die ganze Karte. Ja, ihr seht's ja. Nach links unten, rechts unten und nach oben. Und ich bin sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Ich gehe diesen Weg, weil mich Chaos am meisten anspricht. Aus Sonic Adventure. Der große Widersacher. Vandalierende Riesen bei hohem Gegnerschaden, Riesenverwandlung. Also erst mit der Zeit sogar, Metallverwandlung für Gegner. Nicht das Ding, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Es scheint einfach munter weiterzugehen, was ich gut finde. Riesenschreck, Metallschreck, was soll's, ne? Passt schon. Ja, und Chaos hat natürlich noch Auftritte gehabt in zum Beispiel Sonic Forces, war er ein kleiner temporärer Gegner, einfach weil die Gegner zurückgekehrt sind. Er soll Chaos darstellen. Auch nur mit viel Fantasie, ne? Es gab ihn im... Aber er verprügelt mich ordentlich. Im Multiplayer-Modus von Sonic Adventure 2 Battle. Ist er noch riesig geworden. Aber sonst... Hat er überhaupt sonst noch irgendwo Auftritte gehabt? Ja, im Anime Sonic X dementsprechend, aber... Ich glaube, sonst nicht mal mehr in den Games. Großartig. Aber Sonic Adventure reicht schon. Unvergessen epischer Auftritt. Andererseits eine Gestalt, die nie redet. Die nicht den hellsten Eindruck macht. Unterjocht von Dr. Eggman. Naja. Und in Sonic Forces, was 2017 erschienen ist, spielt er kaum eine Rolle. Da war er irgendwie angesagt als einer der vier zurückkehrenden großen Bosse neben Shadow, Metal Sonic und Servok. Aber nur gegen Servok und Shadow. Nee, Metal Sonic, ne? Konnte man wirklich kämpfen. Gegen Chaos auf jeden Fall nicht. Was ich schade fand. Ah, in Sonic Generations natürlich. Da war er auch am Start. Zeigt sie mit dem Mittelfinger? Nee, ist der Zeigefinger. Aber sieht merkwürdig aus. Jen aus Street Fighter. Lucarios Aura wird stärker. Ausdauer Smash. Bau mal Ausdauer raus. Ja, passt. Jen! Oder Gen. Es gibt auch Gen Fu. War der nicht aus Tekken? Gen Fu? Kommt mir irgendwoher bekannt vor, der Name jedenfalls. So, ja, Watchi haben wir noch aus dem letzten Part. Also Kyra war jetzt auch nicht so schlecht. Nicht ohne, definitiv, aber wir hatten schon Schlimmeres gesehen. Wir sind aber auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ne? Wenn das Abenteuer noch weitergeht, dann wird es auch noch einen finalen Boss geben. Allen voran eben Dars. Oder wie er ausgesprochen wird, eben das dunkle Gegenstück von Kyra, den müssen wir ebenfalls besiegen. Das wird ein Spaß. Ey, wir müssen unsere Lernjuwelen eintauschen. Wir haben so viele bekommen. Ist das die Crazy Hand? Ich glaube schon, ne? Das ist die Crazy Hand. Pass auf, Wissensbaum. 164, das ist eine ganze Menge. Ich wollte hier unten. Luftangriffe. Ja, auf jeden Fall, ne? Smash-Vergifter? Nö, eher lieber die Luftangriffe sogar noch. Da wird so viele stärker. Gerade mit Mr. Game & Watch. Da sollte man für sparen. Meines Erachtens. So, und ansonsten, mit wem können wir denn heute mal antreten? Ja, ich habe jetzt nicht wirklich jemand Neues freigeschaltet. Wird dies nochmal richten. Die haben wir ja relativ wenig gesehen. Die haben wir nicht als Gegner hier. Übrigens, jetzt wurde es wieder anders in die Kommentare geschrieben. Ich habe ja gesagt, es wäre so, im Abenteuermodus hat man die sofort. Aber jemand anderes meinte, man hat die Piranha-Pflanze im Abenteuermodus, nachdem sie gekauft wurde, erst, wenn man im Abenteuermodus 10 andere Kämpfer befreit hat. Also erst dann kommt dann noch die Piranha-Pflanze dazu. Klingt sinnvoller. Crazy Hand, ein pures Smash-Duell. Na prima. Aber trotzdem wird es angepasst, weil... Ich mach das schon. So. Ja, ich muss ein bisschen trainieren mit der Piranha-Pflanze. Die ist cool. Aber das muss besser gehen. Ah! Direkt ins Verderben. Crazy Hand gibt's auch schon seit Smash Melee. Warte mal sehen, irgendeinem Schwierigkeitsgrad ja einen Abenteuermodus bekommen oder einen Classic-Modus. Das zieht schon viel ab, ne? Und etwa so wie ein Smash.
Probier aber zu viel aus. Das wird nicht klar gehen. Die Meistern kenne ich besser. Jetzt aufladen. Das Problem ist eigentlich noch, die KP sind zu groß. Naja, never give up. Ach, da geht's down. Und tschüss, Mann! Ich kann dann die Angriffe relativ schlecht abschätzen. Was der unten B bringt. Freak. Wäre jetzt schon übelst Luck, wenn das noch gut ausgeht. Würde mich schon gern zusammenreißen dafür. Wir haben ja nur einen Widersacher, nur die Crazy Hand. Beides zusammen ist halt immer ein bisschen ungemütlich. Ah, jetzt wird's doch was. Boah, hätte ich nicht gedacht, ne? Nachdem die Konzentration oben war, Piranha-Pflanze, GG. Springen tot. Die ist eh geil. Die wurde leicht genervt, ne? Also ganz leicht nochmal. Es gibt auch einige Lernjuwelen. Aber ich glaube, der andere Punkt für 130. Das Smashes vergiften, das klingt sehr interessant. Fein. Weg freigeräumt. Raikou, Entei und Suicune. Vielleicht drei auf einmal. Das ist gar nicht so übel. Das hätten noch vier Sterne sein können. So von der Stärke her irgendwie. So ein drei fette legendäre Pokémon, Alter. Nee, mach mal so. Und dann noch... Ach, Feuerboden. Scheiße. Rückenschild? Rückenschild weniger. Das sind Quajutsu, Fuecro und Pikachu. Ja, mit Fantasie. Ne? Einfach, ich bilde es mir ein, aber ich brauche noch irgendwie einen guten Angriff nach unten von der Piranha-Pflanze. Das vermisse ich irgendwie. Irgendwie bin ich da noch nicht ganz glücklich geworden. Da, also die schnitzeln mich gerade ordentlich ab. Niederlage. Das machen wir so nicht. Dann nehmen wir jemand Erfahrenen. Wie wär's mit Samus? Mit der Farbe, die nach Grün kommt bei Samus. Wähle deinen Kämpfer. Samus. Weil das Grüne schon nice aussieht. Das können wir eigentlich weiterverwenden. Das ist, glaube ich, der Lichtsuit aus Metroid Prime 2, was wir hier sehen. Witzig ist auch, dass unser Feuerschutz Vulkanion ist. Ne? Also Pokémon satt hier. Das, wenn ich so den Upload-Plan betrachte, ist das letzte Video vor diesem der letzte Part gewesen von Pokémon Let's Go. Pikachu. Mit dem Kampf gegen Rot und Grün. Jede Menge Philosophien, Denkanstößen, Ideen und Resümees. Oder kurz gesagt, wer es nicht gesehen hat, könnt euch den letzten Part von Let's Go Pikachu. Hier kann Pikachu auch mal Let's Go. Aber ein bisschen weg von der Arena. Kommt ruhig her! Durchaus anspruchsvoll. Ich meine, alleine gegen Suicune, Raikun, Entei. Gönnbar. Aber gute Gegner. Sorry, aber gute Gegner. Was ist das jetzt hier für eine Landschaft?
werden alles erkunden. Trekefalo. Oh, weiter auf Pokémon-Kurs. Ein sehr ungemütliches Pokémon. Fünfte Generation. Erhöhte Angriffskraft. Einfach so. Hat aber gar nicht so die krassen Werte, leider. Was mich wundert. Auch nur zwei Sterne. Trekefalo war schon badass. Wir hätten ihn gehabt. So ganz bekannte Trainer. Also den würde ich auch mal gerne irgendwie ins Team nehmen. Aber es ist bei vielen Pokémon so, dass sie nur in der jeweiligen Generation irgendwie groß vertreten sind. Bekommt man nicht einfach so in anderen Spielen. Oder gar in der nächsten Pokémon-Generation. Ja, dann sind die Videos, die heute online kommen, auf Pokémon bezogen. Ist doch wunderbar. Okay, Resident Evil kommt noch. Würde ich mal anzweifeln. Oh, 4 Sterne. Wer ist denn Shida mit Doppel-I wie die Nintendo Wii? Sturmwarnung. Ich mag aber die Mucke. 13.500. Holy fuck. Vier Sterne. Ja, ich habe ja Samus, ne? Also, let's go. Blaue Haare gab's wohl nicht. Deswegen ist auch Marv dabei, eiskalt. Ja, ohne Sturmwarnungsding kannst du hier gar nicht antanzen, ist ja ganz klar. Ich schnitzel noch ordentlich auf einen drauf. Das muss ich auch mal so sagen, wenn es so ist. Meine Angriffe landen im Leeren. Ja gut. Warum unterschätze ich eigentlich einen 4-Sterne-Spirit? Okay, den habe ich... Ich habe das Schild von dem gebrochen. Und der lag gerade in dem Moment ein bisschen... ungünstig. Sind natürlich die Prozentzahlen ein bisschen unterschiedlich, aber ich möchte das hinkriegen sehr gerne. Das muss doch von so einer Lucina nicht irgendwie aus der Arena kicken, weil das ein bisschen danach aussieht. Ah, nein! Oh! Ist denn das zu glauben? Sah gut aus. Der Schluss sah gut aus, müsst ihr mal zugeben. Girahim. Ich hatte so Hoffnung, die zu treffen mit dem Schadspiel. Aber die war halt so anders aus. Ja, Marv ist eh so ein Konter-Dude. Wenn ihr einen Marv-Amiibo richtig gut macht, dann kontert er einfach alles. Ihr müsst ja die Amiibo der einfach alles lernen. Ich war mal auf dem Amiibo-Turnier und... ja, ich hab gerne ein Marv-Amiibo ausgeschieden. Weil alles konnte. Was nicht nur nagelfest ist. Mann. Bitte. Das sah eben besser aus. Jetzt wollte ich mich gut positionieren für den Ultra Smash. Ja, okay. 4 Sterne. Halt mich auf Trab. Aber ich krieg das hin. Mit dem Sturm ist sowieso nur, dass du nicht wirklich Spirits einsetzen kannst. Weil ohne Sturmspirit lässt sich hier gar nicht arbeiten, das haben wir ja schon mal erlebt. Keine Chance, ne? Kann sich nicht mehr halten. Der Gegner halt schon. Was halt auch gemein ist. Scheiße. Was ist hier los? Haben sie mich verunsichert? Das geht so nicht, du Fischgesicht. Alter, wie mit jedem Mal besser werden gefühlt. Ging mir beim ersten Mal so, okay, ein paar Fehler, aber... ja, nochmal. Lass mich gar nicht atmen. Hä? Muss ich den Mr. Game Watch wiederholen? Muss es sein?
aus der düsteren Zukunft. Erstmal auf, nennt sie sich Marv. Komisch. Ja, wenn man kein Fire Emblem versteht hat, also gespielt hat, dann versteht man es vermutlich nicht. Also ist sie doch Marv, irgendwie. Oder, aber hier trägt sie nur den Namen. Stand ja nur und nennt sie sich so. Don't know. Vielleicht ein bisschen Fire Emblem allgemein wissen? Gerne, aber in die Kommis. Verstehe ich wenigstens vielleicht, warum es hier auf sich hat. Warum? Also keine schlechte Sache hier. Ich bin dafür immer gern zu haben. Das gibt Lernjuwelen am Ende. Ja, so sieht's aus. Und so viele hatten immer gesagt, die schlimmsten Kämpfe im Abenteuermodus sind, keine Ahnung, Pauline, Dr. Wily, 9 Volt, 18 Volt, natürlich Gino. Auf jeden Fall alles Sachen, die wir schon haben. Keiner hat gesagt, oh, die, ich weiß gar nicht, Doppelpunkt I, die ist es. Keiner sagt sowas. Weil, das wäre ja auch gelogen. Ich muss zugeben, die eine Chance war halt gut, als ich das Schild gebrochen habe. Ich beginne fast schon, der Sache ein bisschen nachzutrauern. Das Witzige ist, die kriegen mich relativ schnell auf sehr hohe Prozente. Aber dann habe ich die Sache noch im Griff. Lustigerweise. Da bin ich ja. Oh, fuck it. Na, wir wollen heute noch ein bisschen was anderes sehen, liebe dunkle Welt. Samus? Ich will auch, dass Samus es hinkriegt. Ich will jetzt nicht zu Watchy wechseln. Es geht um die Ehre. Ich würde Samus Aran einen Rückzieher machen. Niemals. Boah, stürze sich sinnlos in den Abgrund, jawohl. Es ist auch ein gewisses Teamwork, ne? Es ist womöglich zufällig, aber... es ist nicht schlecht. Scheiße, nein, komm ich nicht mehr retten. Machen Sie gut! Das interessiert mich jetzt die Einall-Pokémon-Liga. Stimmt, Pokémon war das Thema des Tages. Ich vergaß. Ich glaube, die können mir am Anfang so gut Schaden zusetzen, weil ich die nicht wegkriege. Die lassen sich nicht wegschleudern, weil die selbst noch keine KP haben. Keine Prozente, Entschuldigung. Und nur so kriegt die Lage anscheinend besser in den Griff. Also sanft angehen hier die Sache. Kannst du glauben, nee, das machen wir nicht. Ätzend! Dann zeigt sich mal wieder, aus welchem Holz ich geschnitzt bin, verdammte Axt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt mal auf hier. Die blocken halt auch, die blocken! Das Zusammenspiel, das geht mir voll auf den Schnürsenkel, ne? Ah Mann, ich hätte springen müssen vorher noch. Ah, ist ja ganz klar. Da brauchst du mehr als einen Lucky Punch. Wäre nur noch der Prügelknabe hier. Ha, ein kleines bisschen besser. Ich hätte den Ultra Smash nicht versäbeln müssen. Dürfen. Und ansonsten auch mehr auf die Kacke hauen. Die halt 4-Sterne-Kämpfe immer noch schwieriger sind als die meisten Bosskämpfe. Jetzt läuft es ein bisschen besser, weil das Timing ihrer Blocks halt nicht perfekt ist. Ich hab spekuliert. Ich hoffe, noch ein bisschen runterzufallen. Aha! Nein, bitte! Ah, Mann, das war besser vorbereitet.
Ihr seht aber, wie wir uns der Sache annähern. Verdammte 4-Sterne-Geister, die manchmal. Dabei hatte ich mich am Anfang schon so siegessicher gefühlt. Beim First Try. Das wäre dann aber GG Easy First Try gewesen. Ist es aber nicht. Wobei, bei mir ist es immer GG Easy First Try. Die wollen sich gar nicht überraschen lassen. Oh shit. Naja, dann müssen wir es doch mit Watchy machen. Aber das ist genau der Punkt. Diese ruckartigen Angriffe, die blitzschnellen Sachen, sehen die nicht perfekt aus. Sehr gut. Das war doch mal fast gewollt. Gut, in erster Linie wollte ich meine eigene Haut retten. Samus, wir hatten was von Ehre retten gesagt. %. So schade, es war unfassbar spannend. Ein Happy End wäre nicht schlecht gewesen. Na, ich sag euch, mit dem läuft's besser. Muss ich also doch die harten Geschütze aufziehen, ne? Wie wär's mit Lila? Was soll das blau darstellen? Ein bisschen lila, ne? Shida! Shida an die Wand! Diese verdammten Cheater! Okay, bislang ist es nicht von Erfolg gekrönt. Witzig. Hätte ich doch einfach nur eben gewinnen können, ne? Ich muss die einen austricksen, ne? Wie ist jetzt schon. Ich hab die eigentlich nur besiegen können bislang durch Austricksen irgendwie. Also Schild brechen und. Wie wär's einfach damit? So, now we talking. Alleine sind die halt echt nicht mehr so gefährlich. Und der Unterschied ist halt schon enorm. Das meine ich, siehste, da finde ich keine Antwort. Kann meinen Fallschirm landen, wie ich will. Trotzdem, ein guter Angriff und Watchy ist auch rasiert. Dann folgt der Attackenspam. Wir nähern uns an, wie eklig. Nee, finde ich nicht gut, ne? Das ist ungemütlich. Da so ein 4-Sterne-Spirit hinzusetzen, warum macht man das? Dass man da nicht vorbeikommt, was gibt's dahinter? Meine Herren. Hey, Alter, du kannst sie echt nicht abschätzen. Warum ist das so unterschiedlich? Warum ist das so unterschiedlich? Ja, die Musik ist vom Hyrule Temple, das habe ich auch mitbekommen. Von Melee, meine ich. Okay, und da trickst du dich selbst aus, Master Brain. Und ist immer der Marv, ne? Jeder Hauptcharakter, immer Marv. Schade. Na, die lassen sich da nicht so einfach mitnehmen. Gut, also ihr habt in diesem Part spannende und hoffentlich unterhaltsame Kämpfe gesehen. Was mich aber ärgert, nicht so viele verschiedene Gegner. Es ist an der Kotzgrenze, denke ich. Aber wir können uns auf einstellen, im nächsten Part geht mehr. Und ich habe die Schafe immer noch nicht, also ich verteile das Fell des Bären, bevor die Schafe erledigt sind. Nee, wir, also. Was haben die Schafe jetzt damit zu tun? Der gute alte Schlüssel zum Erfolg. Wahnsinnig ätzend. Oh, nicht mal einen mitgenommen, das war die falsche Richtung. Octopus. Ich hatte schon fast Angst, ich würde hier einen mal ehrenvoll besiegen. Okay. Langsam gucke ich blöd. Langsam gucke ich blöd. Ist noch dienstälter als Mario. Verschiedene Looks und Rollen. Ja, so ist das. Das ist richtig, Sakurai.
Ein bisschen Konzentration. Ne, mit dem Judge, mit den Nummern fange ich jetzt gar nicht an, ey. Das endet nicht gut. Das ist zu glücksbasieren, das kann sich ja nicht bringen. Ah, ich wollte in dem Moment, dass ich auf den Smash freuen lassen. Heute sehen Sie ein LPM beim Blöd aus der Wäsche gucken. Stellt euch jetzt ein blödes Gesicht vor. Und trotzdem, probier's und krieg immer eine 8, ne? Natürlich reicht's nicht, das wäre auch zu schön gewesen. Nicht lange genug festhalten. Natürlich rettet die. Das ist zum Kotzen, ne? Da spielst du halt auch mal gut und dann hast du kein Glück mehr. Glück habe ich nur, wenn ich so schlecht bin, dass es nicht mehr reicht. Okay, jeder Kampf ist anders. Das ist immerhin interessant. Daumen runter. Aber ich lasse halt keinen Spirit aus, ne? Ich werde sie alle befreien. Bis jetzt, komm, geh. Ich erfreue mich an einem neuen Niederlage-Sound, das ist ja ganz klar. Was gibt Schöneres? Niederlage. Ja, ja. Lange Nacht? Dann mach ich die Mucke jetzt auch langsam aggressiv, ja? Warum treff ich die manchmal nicht? Das meine ich! Die haben riesen Unterschiede! Aber riesen Unterschiede! Im Auftreten. Was soll ich damit spielen? Kommt mit Tipps und Tricks an, ne? Aber immerhin behalte ich so die ganze Sache viel besser im Griff. Wie als wenn ich die ganze Zeit auf der Plattform versuche. Naja, ich glaube, das zögert nur Zeit hinaus. Bin ich wirklich so doof? Ein bisschen. Das muss halt eher zum Ende der Stage geschehen. Das Blöde ist, die lassen einen ja selten in Ruhe, sondern verfolgen einen Aufschritt. Ja gut, ich starte halt auch von dem anderen Rand aus. Da muss ich besser lernen, den Ultra Smash von Watching. Das machen wir jetzt. So kriege ich die ran. Die Schweinebacken. Aber LPM, warum schneidest du deine Videos nicht? Es ist spannend, okay? Ihr guckt aufmerksam zu. Umso mehr freut man sich doch am Ende, ne? Es gibt Leute, die gucken sich Shiny Hands an. Stundenlang, tagelang! Kann man da mitfiebern? Naja, irgendwie schon. Aber hier? Gut, das lassen wir sein. Da war nix. Spitball Sparky. Ja, kämpf dich voran. Bis zum Oktopus. Hier werde ich diesmal anders verwenden. Pass mal auf. Ihr werdet sehen. Alter. Mit dem Eimer brauchst du auch nicht kommen, ne? Mit dem Sammeln. Das sind ja alles physische Angriffe von den Schwertfuzzis. Ich bin gegen Schwertkämpfer in Smash. Real Story. Ein bisschen Position holen muss ich mir schon. Das Blöde ist, ich habe das Gefühl, mit Samus war ich doch näher dran. Ich muss mal die Piranha-Pflanze benutzen. LOL. Ich glaube, es nimmt sich wenig, ehrlich zu sein. Aber echt mal, wenn ich anfangen würde, rauszuschneiden, ja, welche dieser Versuche sollen weg? Natürlich gibt es einige, die absolut unbrauchbar sind, die ihr gar nicht hättet sehen wollen müssen. Aber einige waren richtig epic. Jetzt brauche ich die richtige Position hierfür, damit das funktioniert. So jedenfalls nicht. Ah, der geht noch so zurück. Immer den habe ich mitgenommen. Also jetzt halt die Prozentunterschiede auf Doom, ne? Das ist klar, das sieht man. Unwahrscheinlich. Also ich wüsste auch, auf wen ich setzen würde, ist ja ganz klar. Unfassbar.
Warum ist das so? Heilen die sich irgendwie heimlich? Ja, der ist ja Ajida. Wie Cheater. Bereit? Nicht zu viel. Warum? Ja, optimal reingerast. Und der ist down. Ich hab nur gemerkt, dass das Schild fast down war, deswegen benutzt die keins mehr gerade. Endlich! Was eine Kombination. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hier ist Shida. Wie viele Lernpunkte? Ich hoffe, einige. Hätte mehr geben können. Er hat einen entschuldigenden langen Part, obwohl ich mich an diesem Kampf habe aufhalten lassen. Aber okay, 4 Sterne. Nichts zu ändern. Weiter im Land der Finsternis beim nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao!